gerade unglaublich lange laufen, nicht alleine ganz offensichtlich. Schön durchs Rotthäuser Bachtal in Düsseldorf-Gerresheim, wo es wirklich überwiegend hat man das Gefühl, berghoch geht. Und bei so einem Wetter wie jetzt, was werden wir haben, man weiß es nicht. Und wenn man dann auf eine Tankstelle trifft, wieder hinten auf die, was ist es eigentlich, Esso? Ich glaube, es ist Esso. Dann neigt man dazu, sehr merkwürdige Getränke zu kaufen. Ich kann mich mal setzen. Tut alles ein bisschen weh. Zum Beispiel dieses hier, was ich natürlich schon halb aufgetrunken habe. Oder dieses hier, was unglaublich viele Kalorien hat, ist von Pepsi. Oder das Ganze nochmal als Eistee, was ich hier als aromatisiertes oder wie auch immer Wasser hatte. Oder, weil es auch so reizvoller aussah, im 1,5 oder es sind sogar 2 Liter, also 4 Liter weiteren Eistee. Hat auch nicht so viele Kalorien, aber ist natürlich so viel. Und wo ich nie Nein sagen kann nach dem Lauf, ist dieses hier. Das ist auch Eistee, lustigerweise. Vom Monster hatte ich auch nicht so wirklich bewusst. Und dann zeugt man das literweise. Und ich glaube, dass man so einen Scheiß kauft mit 50 Kalorien auf 100 Milliliter, das hängt irgendwie damit zusammen, dass man unfassbaren Durst hat. Und ich glaube, diese Verpackung, die spricht das Gehirn wahnsinnig an. Ist alles Dreck, aber ich finde es irgendwie geil und man hat es sich verdient, bevor man jetzt nach Hause fährt. Ich lasse das gleich backen. Ich werde hier noch etwas verweilen. Können vielleicht mal den kleinen Regenwurm zeigen, den ich gerettet habe. Man denkt ja bei dieser Hitze nur so an sich, aber dass auch die Fauna leidet. Ich habe ihn hier verbuddelt. Ich möchte ja sagen, weit kann er nicht sein. War das überhaupt an diesem Baum? Wo ist er? Nein, ich habe ihn in ein Ameisennest gelegt. Wie ärgerlich. Nein, also da lachen wir nicht. Und hier ist er. Hier. Ja, rette ich ihn ein zweites Mal? Ich rette ihn ein zweites. Ja, nee, oder ja, toll. Jetzt habe ich natürlich in der Öffentlichkeit. Ja, ich verspreche, dass ich ihn retten werde. Wir machen das Video jetzt aus.